Ach, Glückstreffer habe ich schon. Das kann ich aber nicht mehr reinmachen, weil ich Glückstreffer bereits drin habe. Ich kann ich höchstens noch legendär machen, was sehr teuer ist. Ah, das heißt, der Säbel hier... Ah ja, du kriegst mal den hier, auch wenn du ihn wahrscheinlich kaum benutzen wirst. Aber... ist trotzdem gut, ihn zu haben. Wo war denn jetzt der Säbel hier? Macht 21 bis 30. Angriffszeit, Genauigkeit ist... ja, gut. Der müsste auch hervorragend werden, dass ich ihn besser vergleichen könnte. Ah, komm, du benutzt ihn mal, Idee. Aber wie gesagt, die beiden Sachen sind nicht schlecht. Und wenn ich ihn noch hervorragend machen würde, wäre er auch nicht, auch um einiges besser. Deswegen kann ich jetzt nicht den direkten Vergleich durchführen. Und ich will ihn gerade nicht hervorragend machen. Ich will jetzt erst einmal gucken. Mit wem ich mich treffen muss. Für... ein kluger Vorschlag... nein. Todesfeuer. Frage des Imports. Wilda und ihre Besatzung warten an einem... verabredeten Ort westlich von Nekataka. Westlich ist hier. Ah ja. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Oh ja, was ich noch machen wollte, ist mir mal mein Schiff ansehen. Zu diesem Zweck klicken wir mal auf das Ding und begutachten mal unser Schiff. Vor allem habe ich ja jetzt... Upgrades drauf. Ja, es sind alle an Bord. Da sind meine beiden Kanonen. Meine Heckkanone ist nirgendwo. Grazie, Casita, for taking me on. Ja. Wonder what Pa's up to. Ich frage mich, was Pa vorhat. Aha. Ja, die Kombüse auf diesem Kahn ist nicht übel. Ja. Captain. Captain Edwin blickt von einem Buch auf und ihre kaminroten Augen bleiben an dir hängen. Or should I call you the Watcher of Cadnua? I confess that title. Something of a mouthful. Oh, soll ich dich Wächter von Cadnua nennen? Ich muss zugeben, dass dieser Titel nicht gerade leicht von der Zunge geht. Ich nehme an, dass du schon von mir gehört hast. Cadnua gibt es nicht mehr. Ich bin nur noch Captain. Weißt du, nenn mich einfach Wächter. Du kannst mich Hagrim nennen. How very informal of you. Wie ungezwungen von dir. I would prefer something a bit more decorous. Ich denke, ich würde etwas prachtvolleres vorziehen. Dann eben, Captain. Sie hebt leicht das Kinn, während sie dich durch die ihre Brillengläser spielt. When you took me aboard, you neglected to mention that you were in pursuit of a rampaging deity. Als du mich an Bord genommen hast, vergaß du zu erwähnen, dass du eine randalierende Gottheit verfolgst. Ups. Tut mir leid, ich hätte dir erklären sollen, was Sache ist. Ich kann dich jederzeit in die Kataka zurücklassen. Ups. Sie kichert und versteckt ihren Mund hinter einem geöffneten Hand. Der blaue Koloss könnte eines der entscheidendsten Ereignisse dieses Zeitalters sein. Der ist doch immer noch grün. Ich schätze mich glücklich, an deiner Untersuchung teilzunehmen. Da wir gerade davon sprechen, lass uns damit weitermachen. Ja, sie verbeugt sich zum Abschied leicht aus der Hüfte heraus. Okay. Damn me, the cops run dry. Verdammt, der Becher ist leer. Alt Engrim. Wir sehen mal salutiert. Mein Freund, hallo. Er winkt dir aufgeregt zu,
treibt es ihm die Schamröte ins Gesicht. Er kann auf einmal reden. Frag bitte. Er nickt und liegt dir leicht zu und lächelt. Du hast Indianisch sehr schnell gelernt. Sollte es eine Herausforderung sein, er sieht dich verdutzt an, seinen Kopf leicht zur Seite geneigt. Auf richtige Belustigung lässt ihn die Stirn in Falten liegen. Ipasai ist mein Zuhause, eine große Stadt, Ta. Er breitet seine Arme weit aus und grinst. Many people speak many languages. That is Nujin. Normal. Viele Leute sprechen viele Sprachen. Das ist Nyun. Normal. Achemises Lächeln zieht an seinen Backen. Es ist nicht so verklaubar, er ist vollständig ernst, meint. Rekke die seltsame Tafel geben. Ich habe diese Schrift in einer Sprache gefunden, die ich nicht kenne. Erkennst du sie? Kuh? Behutsam nimmt er die Tafel aus seiner Hand und faltet den Ledereinband auf. Seine Augenbrauen schießen vor Erstaunen nach oben. This is in Seki. My language. I can read this. Das ist Seki, meine Sprache. Ich kann das lesen. Aufgeregt hüpft er auf seinen Zehenspitzen auf und ab. Mach es nicht spannend. Was steht da? Abwarten. Seine Augen leuchten auf, während sie die Tafel absuchen. Als er das untere Ende erreicht, bricht er in amüsiertem Lachen aus. Ah, this is a treasure. You have found a very sacred document, Watcher. Ha, was für ein Schatz. Du hast ein äußerst heiliges Dokument gefunden, Wächter. I will read some in your Adirin. Pass auf, ich lese was in Ederianisch vor. Er räuspert sich, rückt seine Schultern zurecht und steht etwas formeller da als zuvor. Prince of the heavens shall be fed only young grasses grown on the hills of Lipasalis. He shall be curried morning and night with a brush made of the bristles of boars fed on golden root. Prinz der Himmel soll nur junge Gräser zu fressen bekommen, gewachsen auf den Hügeln von Lipasalis. Er soll Tag und Nacht mit einer Bürste aus Borsten von mit Goldwurz gemesseten Schweinen gebürstet werden. Es geht um ein Pferd, habe ich recht? Wow, das ist wirklich ein Knaller. Eine Frage der Augenbraue heben. Nehmen wir mal die zwei. You would malign my faith, Watcher? Du wirst meinen Glauben verleugnen, Wächter. Obwohl er sich bemüht, es sich nicht anmerken zu lassen, kann er sich ein leichtes Grinsen nicht verkneifen. I tease. Ich ärgere dich nur. It is a bill of sale for a horse, in truth. A very special horse. Eigentlich ist es eine Rechnung für ein Pferd, ein sehr besonderes Pferd. Er beißt sich auf die Lippen, um sein Grinsen zu unterbinden. You want I should read the rest? Willst du, dass ich den Rest lese? Bitte, wie du willst. Es reicht mir, danke. Moment, ich muss mir noch verarbeiten, dass ich die ganze Zeit einen riesigen Felsen mit mir herumgetragen habe, auf dem Anweisungen für ein Pferd stehen. Wie du willst. Shall be given to only the handsomest of mares, of the most feisty temperament, for he grows bored unless challenged. And when he is sad, he shall have in his ear whispered only the sweetest praise. Er soll nur die schönsten und lebhaftesten Stuten bekommen, denn wenn er nicht gefordert wird, holt ihn schnell die Langeweile ein. Und wenn er traurig ist, soll er nur die süßesten Lobgesänge ins Ohr geflüstert bekommen. There is more, but that was the best part. Da steht noch mehr, aber das war der beste Teil. Ein schelmisches Grinsen breitet sich langsam auf seinem Gesicht aus. Wie ist dein Schiff gesunken? Sein Blick löst sich hastig von deinem. Einen Moment lang ist er unsicher, ob er mit dir über dieses Thema reden will. Dann atmet er tief durch, stützt seine Lippen und sein Blick trifft dein, diesmal mit Entschlossenheit. There was a storm. Clouds black like night and high as the stars. Es gab einen Sturm, Wolken schwarz wie die Nacht und hoch wie die Sterne. Wir dachten, Gott würde uns beschützen. Seine Hände, mit denen er üblicherweise pausenlos gestikuliert, hängen regungslos an seiner Seite herab. Wohin wolltest du? Westen. Stirnrunzen gestikulierte er vage in Richtung des Horizonts. Niemand war hier im Westen wegen der Stürme, Ta, aber wir waren entschlossen. Was hattest du hier draußen vor? Wir sind zum Lehren gekommen. Er grinst, seine angespannten Schultern sacken ab, offensichtlich darüber erleichtert, nicht mehr über das Schiffswrack diskutieren zu müssen. Lehren? Was genau? Über Gott lehren. Er wippt auf seinen Füßen hin und her. Du meinst Götter? Mehrere? Also bist du ein Missionar wie Xoti. Über Gott lehren, sag mal. Hä? Du meinst mehrere? Only God, da? Hey, how to explain? Nein, nur Gott, da, wie erklären. Sein Blick schweift in die Ferne und er knackt abwesend mit seinen Knöcheln. Dann zuckt er mit den Achseln. I did not say I am a good teacher.
You learn Seki. Maybe we talk more about God. Ich habe nicht behauptet, dass ich ein guter Lehrer bin. Wenn du Seki lernst, reden wir vielleicht mehr über Gott. Er lacht. Lehren, was genau? Über Gott lehren, ja. I cannot say I am a good teacher. You learn Seki. Maybe we talk teach about God. Ja, du bist ein Missionar. I do not know what missionary is. But okay. Ich weiß nicht, was ein Missionar ist, aber okay. Sein Blick schweift ab und knackt gedankenvoll mit den Knöcheln. Dann zuckt er mit den Achseln. I did not say I am a good teacher. You learn Seki. Maybe we talk more about God. Du wirkst nicht wie ein Lehrer. Do I not? Tu ich nicht? Yes. You are right. I am not a teacher. There was a Sehash. And then I was put on the ship. Ich scherze. Later. Ich scherze, du hast recht, ich bin kein Lehrer. Da war ein Sehash und dann wurde ich auf das Schiff gebracht. Wir können es ja später besprechen. Du hast vor, an einem Ort zu lernen, der dir völlig fremd ist und wo man deine Sprache nicht versteht? Ich lerne schnell. It cannot be as bad as Seraphim's. He opens his mouth and nonsense comes out. Oh, der ist gut. Glaubst du, mein Ederianisch ist sehr schlecht? Kann nicht so schlecht sein wie das von Seraphim. Er öffnet seinen Mund und nur Blödsinn kommt heraus. Was hast du zu Hause gemacht? That is how I was put on that ship. Ich habe nichts gemacht. Deshalb hat man mich auf das Schiff gebracht. Maybe a building went on fire. Maybe many buildings. But that is the past. The future is more interesting, huh? Was? Vielleicht hat ein Gebäude gebrannt, vielleicht mehrere, aber das ist Vergangenheit. Die Zukunft ist interessanter. Er reibt sich über den Nacken, während die Schamröte seine Ohren einfärbt. Du bist ein Brandstifter. Nur das reicht fürs Erste. Wie du meinst, erzähl mir von deiner Heimat. Woher stammst du? Der Rand deiner Karte. Er versucht, ein verspieltes Grinsen zu unterdrücken, aber es gelingt ihm nicht. Home. Home is Jesua. Beyond the storm. Somewhere. Ein Witz von Maya. Zu Hause ist Jesua, hinter dem Sturm irgendwo. Also unsere Maya macht solche Witze. Was vermisst du an deiner Heimat? Eine interessante Frage. Wie soll ich das sagen? Er rümpft die Nase und drückt dabei seine Sommersprossen zusammen. Hot and dry, it comes from the mountains. Shakes the doors, covers Libasalis in dust. Ich vermisse den Wind, heiß und trocken, kommt von den Bergen, rüttelt die Türen durch, bedeckt die Passalis mit Staub. Und die Wüste ist hinter den Bergen rot und weit, manchmal rieche ich sie noch. Er wird einen Augenblick lang still und blinzelt mehrfach, aber als er dich daraufhin wieder ansieht, trägt sein Gesicht wieder das übliche sorgenfreie Lächeln. Wirst du nach Jesua zurückkehren? Ist das möglich? Dann gehe ich sofort. Irgendwann, Jisunskiku. Ich glaube, hier gibt es noch viel zu sehen. Also ja, manche Worte verstehe ich auch nicht. Bist du fern von deiner Heimat, Wächter? Ich schon und ich vermisse sie. Meine Heimat ist die Straße. Das Todesfeuer ist meine Heimat. Und ich kann es kaum erwarten, sie hinter mir zu lassen. Tatsächlich komme ich aus dem Todesfeuer und es ist schön, zu Hause zu sein. Bist du fern von deiner Heimat, Wächter? Ja, wir könnten ich schon sagen und ich vermisse sie und damit Kat Nua meinen. Aber irgendwie gefällt es mir im Todesfeuer. I'm jealous. I do not like it here. Ich bin neidisch, mir gefällt es hier nicht. Er legt den Kopf zur Seite und lächelt, um die Wucht der Gefühle, die hinter diesen Worten stecken, zu verbergen. Ich wollte dich etwas anderes fragen. Wie du meinst, er zuckt mit den Achseln. Wie gefällt es dir im Todesfeuer? Es ist heiß und feucht, ich hasse es. Er sieht sich nach etwas um, nachdem er treten kann. Dann aber überdenkt er sein Vorhaben und versteckt stattdessen grummelnd die Arme. Wie geht es dir? Ketahungi-sama, er schweift ab und sieht dir nicht mehr in die Augen, okay. Was hältst du von unseren Reisegefährten? Oh. Alof? Er guckt immer wie eine saure Zitrone, wie ein alter Mann. Eder? Eder told me God stepped on your house. Your luck is maybe worse than mine. Okay. Eder hat mir erzählt, dass Gott auf dein Haus gestapft ist. Ja, du hast vielleicht noch weniger Glück als ich. Ein verschmitztes Grinsen legt sich auf sein Gesicht. Maya? Her bird is mean. You see where he bit me? I like him.
Ihr Vogel ist fies. Siehst du, wo er mich gebissen hat? Ich mag ihn. Er zeigt dir einen Bissabdruck in Form eines Dreiecks auf seinem Unterarm und strahlt. Aha. Palegina? She reminds me of my old teacher. Do you think she would spar with me? Sie erinnert mich an meinen alten Lehrer. Glaubst du, sie würde mit mir trainieren? Er legt einen von Sommersprossen übersäten Knöchel an seinen Mund und grübelt. But maybe I have enough scars. Aber vielleicht habe ich genug Narben. Seraphin? Where did you learn a Not here. Ta? Wo hat er Ederianisch gelernt? Nicht hier? Ta? Tikeo? Tikeo showed me rice wine. Ugh. It is terrible.